So, schön. Die Ränge sind besetzt. Wo bin ich eigentlich? Wer braucht denn bei uns so lang? Okay. Okay, alle bewegen sich gerade zu lang. Wahrscheinlich, weil jemand mitgekommen ist, der ein Problem mit den Beinen hat. Ja, Ling hat das Problem. Alles klar. Ling, es tut mir leid, aber du kannst nicht mitkommen, wenn du halt verletzt bist, ne? Dann geht es halt nicht. Ah, da kann man nichts machen, Ling. Da kann man nichts machen. Da kann man nichts machen. So. Auch hier oben ein bisschen, ne? Die Tribünen. Die obersten Tribünen können auch voll sein. Ist gar kein Problem. So. Hier oben noch ein bisschen. So. Das läuft, das läuft, das läuft. Ich würde gerne ein bisschen reingucken können. Okay. So, die Arena ist wieder ready, würde ich sagen. Wartet. Ja, die Arena ist ready. Die Leute stehen und warten auf den Kampf des Abends. Jetzt muss ich wieder die Musik anmachen, ne? Ah, warte, da muss ich mal ganz kurz die Musik suchen. Oh Gott, da muss ich kurz mal Musik suchen. Wo, oh Scheiße, wo habe ich die? Warte, 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 warte. Moment. Wenn wir das schon gemacht haben, machen wir es richtig. Moment, ich suche es kurz. Hier. Warte, warte, stopp, 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 stopp. Ganz ruhig hier, ganz ruhig hier. Ja, ja, alle auf Passiv, das sowieso. Das müssen wir bei der ganzen Stadt machen. Bis auf natürlich den guten Brain Buddha. Der ist nicht passiv. Mortal Kombat wäre auch geil, das stimmt. So, Brain Buddha. Der erste Fight des heutigen Abends, ja. Oh. Wenn er nicht mal bewusstlos ist. Wir können den mal ganz kurz. Warte, komm, wir packen den raus. Komm, aufheben. Brain Buddha, du schaffst den mal ganz kurz weg. Wir nehmen den richtigen Kampf, ja. Wir wollen ja den richtigen Fight heute sehen. Hier, komm mit. So. Mal gucken, ob wir wieder so einen Reinfall haben wie damals. Ich bin gespannt, ob der richtig krasse Inquisitor, ja, mit Name und er wird gesucht. Mal gucken, was an diesem Ruf dran ist. Ich bin gespannt. So. Ob an diesem Ruf was dran ist, das werden wir heute sehen, Freunde. Das werden wir heute sehen. So, Leute. Der Kampf des Abends, ja. Oh Gott, hoffe ich geht das gut. Ich brauche wieder zu lange, um die Leute zu verhungern. Jetzt, ich muss doch mal ein bisschen die einstellen. Das muss schon ein bisschen sitzen. So. Ich speichere das mal ganz kurz ab. Seid ihr bereit für den Kampf des Abends, ja? So, freilassen. Tor ist zu. Oh. Warte, noch nicht. Stopp. Oh, er tänzelt, er tänzelt. Es wird getänzelt. Woo! Woo! Wow, das war was. Hast du es gesehen? Ein wunderschöner Sprungangriff. Oh, 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 wieder voll ins Gesicht. Das hat wehgetan. Selbst ein Inquisitor wird das merken. Oh, das gibt blauen Fleck.
Das war, was war denn das? So wird gesprungen, mein Freund. Das war ein Sprungangriff. Ach, was ist das denn? Matrix-Move. Mein Bruder macht die Matrix-Move. Was ist denn hier los? Ah, ist so gut. So geil. Oh, wie geil war das denn? Mega. Mein Bruder lebt einfach in der Matrix, Alter. Hä? Oh, fuck. Oh, scheiße. Die haben das ausgenutzt, die Schweine. An alle. Warte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die haben das ausgenutzt. Die haben den Kampf des Abends ausgenutzt. Willst du mich verarschen? So, nichts mehr passiv. Alle zurück an ihre Aufgaben. Mein Bruder? So. Hebst den erstmal auf. Packst den nochmal da rein. Leicht verletzt. Alles zertrümmert. Wie geht's bei dem Bruder? Der König. Schön. Ist der Inquisitor wieder gefangen nehmen? Ja, klar. Die wagen es, unsere heilige Prügelzeremonie zu stören. Ja! Ne? Guck dich das an. Wie krass, dass sie das aber jetzt einfach gemacht haben auf einmal, ne? Oh, oh, scheiße. Wir lassen kurz mal, hoffentlich stirbt jetzt niemand, Alter. Hä? Ist einer hingerannt? Oh, nicht dein Ernst, oder? Die haben das ausgenutzt, die kleinen Schweine. Das glaub ich nicht. So, er holt erstmal sein Zeug hier. Mein Bruder, du kriegst dein Zeug wieder. Nein. Steam Overlay, verpiss dich. Oh, der Kampf war aber geil. Der hat richtig gut funktioniert. Der hat richtig gut funktioniert. Kann ich den nicht. Wieso kann ich den nicht? Wollten die den Großinquisitor zufällig befreien? Das wäre ja schick, ne? Mein Bruder, du bewachst den mal eben. Alle sind hingerannt. Oh, scheiße, die Bullen auch. Oh Gott. Nicht die Bullen. Geht es all unseren Leuten wieder gut? Nicht allen. Schon nicht allen. Prag da draußen. Oh Gott. Wer ist denn hier nah dran gerade? Albedo, dahin. Sofort. Oh, Alter. Die Schweine haben das ausgenutzt. Ich glaub's nicht. Ich find's krass, dass sie es ausgenutzt haben. Aber, what the fuck? Die haben's ausgenutzt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so, what the fuck? Richtig gut. Albedo, pack die mal kurz alle, bitte. Wir waren mal grau, aber die Wüstensonne hat uns ausgeblichen. Was? Asa, nimmst Nabuto ins Knut, du nimmst Aji. Ara, du nimmst. Ja. Gestorben ist aber niemand, ne? Hab ich irgendwas nicht mitbekommen? Ich glaube nicht, ne? Ich guck da nochmal. Das war schon ein hardcore-hinterhältiger Angriff, wenn ich das mal sagen darf.
Die haben sogar das Tor weggekloppt, so lange standen die da, ne? Ach, Respekt, dass die es ausgenutzt. Was hast du nur da? Nee, 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 nee. Nein, wir essen keine. Wir essen keine. Beine von Leuten, die wir nicht vorher angeguckt haben. Du weißt nicht, wo die vorher waren. Hört auf, ihr beiden. Das ist nicht okay. Ihr wisst nicht, wo die vorher waren oder ob die was haben. Zurück jetzt. Aber zackig. Ab in den Stall. Das geht so nicht. What the fuck? Wohin ist Albedo hin? Albedo! Scheiße, ist voll. Was? 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 Oh, der wollte wieder aufstehen. Das Satz mit X, das war wohl nix. Hä, gegen was hat sie jetzt gekämpft, bitte? Gegen was hat Prag jetzt gerade gekämpft? Die haben Hunger, weil du sie selten fütterst. Die kriegen doch Essen! Oh, Flo hat sie auch erwischt. Okay. Rüdiger? Oh, die hat sie erwischt. Okay, ich bin gerade geschockt, dass es die erwischt hat. Halt, mein Bruder, du nicht. Halt, da, 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 da. Aufheben. Oder warte, das mache ich gleich. Bleib mal kurz hier stehen, bitte. Einfach. Du kommst ja eh mit Leani. Ja gut, Lin hat es halt erwischt, ne? Ist klar. Die sitzen da oben, ja, die sitzen noch, die lassen den Kampf ein bisschen Revue passieren, ne? Ein bisschen erholen. Der Inquisitor mal verarztet, dem geht's gut. Also relativ gut, aber wurde verprügelt. So gut. Das war so geil. Was war denn das? Der so, so ein kleiner Sprungangriff, so, mit dem Fuß ein bisschen kicken, weißt du? Und Brain Buddha so, mit Anlauf, oh ja! Und hat ihn einfach weggegriffen. So gut. So gut. Ich feier's. Dachten so, ha, die Narren haben den Inquisitor aus dem Käfig gelassen. Die Narren, das ist unsere Chance. Und dann kam Brain Buddha. Ja, genau. Oh, schön, ey. Schön. Da würde ich sagen, suchen wir mal alle zusammen, die mitkommen, oder? Auf die Tour. Also, Saro würde ich mitnehmen, weil Saro ist halt für Lebensmittel bei uns zuständig. Wieso hat Saro eigentlich so fucking viele Medic-Stuff dabei? Haben wir hier noch Platz? Ich weiß, die Medic-Dinger sind alle voll. Kacke. Hm? Hä, wieso? Hä? Zerlegen, Metalltisch. Wieso, wenn ich hier drauf klicke, wieso kommt man das wieder? Ich will das Bett haben. Okay, das checke ich jetzt nicht. Ich würde gerne noch ein paar Medic-Dinger hinpacken. Lager, Medizin. Medizin. Medizinkiste hier. Ich werde automatisch mal kurz warten, bis es gespeichert hat. So. Lass mal die kurz mal bauen, dann können wir. Kann Saru das mal ein bisschen alles rausschmeißen. Saru hat auch 17.000 bekommen. Gesucht wegen Diebstahl, Körperverletzung, Plünderung. Ist dort hier gesucht. Körperverletzung, Entführung. Blub wird gesucht wegen Körperverletzung, Entführung. Marco, 24.000, Körperverletzung, Entführung. Leani, Körperverletzung, Entführung, Terrorakte. Oh, Terrorakte, Leani. Oh Gott, und ich? Körperverletzung, Terrorakte, Entführung und was ist das Erste? Kannst du nicht lesen. Was ist das Erste? Da ist noch was davor, ich sehe es noch nicht. Wenn ihr was es ist. So. Okay.
Immer dieses Steam-Overlay, ne? Das ist schon so eine Ecke. Ich nehme das halt immer mit, damit die Inquisitoren sich nicht heilen können, ne? Aber es ist halt auch, ey. Ja. Wir können nur ein bisschen Sarko oder so verkaufen. Nicht Ellie. Saru. Essen haben wir dabei. Brich du mal deine Aufgabe ab. Wir treffen uns in der Arena. Ich habe die Söldner noch, deswegen würde ich definitiv mitgehen. Dann brauchen wir nicht so viele. Aufgabe, Leani kommt mit. So. Buddha kommt sowieso mit. Bex würde ich auch mitnehmen. Wen nehmen wir noch mit? Lucifer hat sich gut geschlagen, kommt mit. Noch irgendjemand, der sich gut geschlagen hat eigentlich. Piep hat sich auch wieder sehr geil geschlagen eigentlich. Also Piep ist echt... Piep ist solide. Ja, und da kommen nicht die ganzen Söldner. Wie lange habe ich denn die Söldner jetzt noch? 3 Tage, das sollte ausreichen, um zu den Sheik zu kommen und zurück. Dann latsche ich gleich rüber und dann... Ja, das sollte ausreichen, denke ich. Oh, wir haben einen vergessen. Oh, scheiße. Wir haben einen vergessen. Ich finde es cool, dass wir Orkans Schild jetzt quasi platt gemacht haben. Mal gucken, wie es sich jetzt entwickelt. So, dann komm mal her. Aufheben. Ansprechen. Warte mal, ansprechen. Jetzt bin ich... Lass mich, du... Aufheben. So, mein Freund, ne? Oder wollen wir die gesamte erste Armee mitnehmen? Soll die gesamte erste Armee mitgehen, oder? Ich brauche noch ein Bein. Stimmt, ein Bein brauchen wir auch noch. Der weckt gleich wieder auf. Ein rechtes Bein brauchen wir noch, ne? Ich glaube, ein rechtes Bein, ne? Dann kommt der Neuro gleich mit, holt das Bein und geht wieder zurück. Das sieht doch schon mal gut aus, denke ich mir mal so. Ja, wir haben 21 Uhr, ne? Das kriegt man gut hin bis 22 Uhr. Dann kann ich da auch das so beibehalten. Na komm, lade. Lade schneller. Lade schneller. Schneller. Okay. Kommen wir rüber. Let's go. So, schnell zumachen, bevor unsere Hunde wieder ankommen und hier draußen die Leute essen wollen. Der Knochenhund hatte eines im Maul. Das können wir doch benutzen. Leider nicht, nein. Leider nicht. Aber der Erneuerer. Was war es? Ein rechtes, ne? Ich glaube, ein rechtes brauchten wir, ne? Right, genau. Standards. Meisterwerk, hier haben wir eins. Left, left, right. Wir haben noch ein Expert-rechtes Bein, das können wir nehmen. Ich gehe mal kurz hier rein. Gibt es denn irgendwas? Ein paar Leute maximal. Aber willst du den Checker? Nee, alles gut. Thinking, hast du einen Wunsch zwecks, Ja, na, sag schon. Wer ist das? Oh lol! Wieder Schicks. zwecks einem Volk, was du gerne sein möchtest. Mensch, noch Roboter. Okay. Roboter finden wir, haben wir halt bis jetzt noch gar keinen gefunden, ne? Ich wollte mal. Es gibt doch schon eine Roboterstadt, die okay ist, sag ich mal, wo man hingehen kann, oder? Gab es nicht hier drüben eine Roboterstadt? Irgendwie hier in den Deadlands?
Gab es in Deadlands nicht irgendwas? Oder hier oben in Iron Valley? Das wird halt eklig, da reinzugehen, ne? Aber gab es da nicht irgendwo was? Also so ein paar Roboter hätte ich schon gern noch, muss ich sagen. Das wäre ganz cool, wenn ich ehrlich bin. So, zack. Ling. Okay, Ling geht wieder. Kann wieder. Sehr schön. Wo haben wir denn eine Red Bulli? Hier. Nee. Da. Gut. Gut, dann kann das auch wieder so, das passt. So, dann können wir uns auf den Weg machen. Haben wir das nämlich auch gleich noch gemacht. Dürfen wir spoilern? Nein, bitte nicht. Nee, also spoilern bitte nicht, bitte nicht. Außer ich drehe jetzt irgendwie frei und frag gezielt nach irgendwas. Aber kann nur sein, ich rede einfach nur so ein bisschen vor mich hin, ne? Das ist, kann das schon alles schön selber machen. Hallo, auf der faulen Haut liegen? Oh, da kommt wieder was. Die Leute auf der faulen Haut, hallo? Das sind schick, ne? Das sind schick, sehe ich. Hä, wo sind die jetzt hin? Endet ein Kampf, ja. Kommt mal mit. Ich weiß noch nicht, ob es einen Kampf gibt. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht habt ihr ja Bock. Wir haben den zweiten Inquisitor. Oh yeah. Zweiten Inquisitor. Oh yeah. Da gönne ich mir erstmal einen 40-Ring drauf. Achso, Idioten, alles gut. Ja, Anni, mach's gut. Mach's gut. Leute. Bist du der Einzige? Oh, der letzte Technologiejäger. Ciao. Mach's gut, ja, Anni, schlaf schön und träum was Schönes. Man hört sich ja bestimmt morgen wieder oder so, wenn du Lust hast. Schön, dass du da warst. Ich mach auch nicht mehr so lange, ne? Maximal bis 22 Uhr. Ich versuche mich daran zu halten. Mal gucken, morgen werden wir da wahrscheinlich eher starten. Sollte es dann morgen kein Crusader Kings geben, dann machen wir morgen Kenshi. Dann ist morgen der Phönix dran, würde ich sagen. Und nach dem Phönix, ja, dann würde ich sagen, also nach dem Phönix würde ich mich gerne erstmal nach einem neuen Bauplatz umgucken, dass wir vielleicht mit der Stadt erstmal umziehen, irgendwie. Außer es bietet sich gerade ein neuer Konflikt an, vielleicht. Vielleicht mit den... Mit dem scheiß Kaiserreich von rechts oben, mit dem Wüstenkaiserreich, können wir auch mal gucken. Sollen wir schauen, ob sich da vielleicht was anbietet? I don't know. Es gibt ja noch genug Parteien, die ich scheiße finde. Ich würde gerne mit Sanctuary halt komplett umziehen. Ich würde gerne irgendwann an der Küste bauen. Ich finde Ozean sehr, sehr schön und beruhigend. Genauso wie Wälder, nur Wälder gibt es halt hier nicht. Also Ozean. Und ja, ich würde gerne eine Stadt am Ozean irgendwo schön bauen. Und da müssen wir mal wieder eine Erkundungstour starten und nach Bauplätzen suchen. Also quasi einmal an der Küste lang wäre irgendwie geil. Und mit der kompletten Stadt umzuziehen, wird irgendwann mal richtig witzig noch werden. Richtig witzig. Nöt. Hi. Muss man hier durch? Ich fand's ja auch cool, ich meine, wenn die heiligen Vollidioten weg sind, dann haben wir dieses grüne Tal halt auch noch, ne? Das grüne Tal ist halt auch schön. Da könnten wir uns im grünen Tal auch niederlassen, das wäre halt auch schön. Oh.
Weiß ich nicht. Grünes Tal ist halt weit weg von der Küste. Ist halt eher in der Mitte der Karte. Wäre aber auch nicht schlecht. Gibt es schön Fluss. Ich brauche halt Wasser. Wasser und Wald. Wald wird schwierig. Was sind immer Wasser? So. Vielleicht mal rüber nach Admak. Die Dudes folgen uns noch, ne? Ja. Ach ja, die haben das wieder aufgebaut hier, ne? Stimmt, da war was. Können die Kaktus die entbinden? Ja, wir machen ja einiges mit Kaktus. Wir machen ja auch was mit Reis. Mit Reis machen wir jetzt ja auch was mit Rösten. Ich habe eine etwas teurere Mod reingemacht, dass wir da ein bisschen Reis anbauen können. In extra Becken, wo wir Strom brauchen und was sehr viel kostet. Vor allem Wasser und Co. Aber da finde ich es okay, wenn es sehr teuer ist. Aber momentan machen wir bloß Sake draus. Wir können aber auch Reisschüsseln und so theoretisch machen. Aber richtig easy Reis anbauen wäre halt auch schön, ohne auf den hohen Kosten zu sitzen. Müssen wir mal gucken. Ja, im Tal wäre schon schön, ne? Aber ich mag halt Ozean. An der Küste hätten wir die Kaktusse wahrscheinlich weiter. Müssen wir mal gucken. Also in Mod, wo man, dass man alles überall anbauen kann, das werde ich nicht reinmachen, weil das finde ich doof. Das ist dann nicht Sinn der Sache. Einige schöne Küstengegenden. Ich habe die halt noch nicht gefunden, ne? Wenn ihr mir sagt, so geh mal so in die und die Ecke, also jetzt nicht genau wohin, ne, aber so halte ich mal in der Ecke da. Da findest du vielleicht eine schöne Stelle. Das wäre okay, wenn ihr mir das sagt. Das, ne? Aber nicht direkt, ja, genau da und da ist eine schöne Stelle. Wir haben ja bestimmt auch noch ein anderes, verschiedenes Empfinden, was schön ist und so, ne? Also. So. Hallo. Schönen guten Tag. Wir sind da. Wir hätten da jemanden zum Abgeben. Nee, gibt eine Möglichkeit, die dir später noch kommt für Landwirtschaft. Ah, okay. Da bin ich gespannt. So. Wartet mal hier draußen, Leute. Ich schaff den Dude mal weg. Komm gleich wieder. Hi. Ach, guck mal, der andere ist auch noch da. Hihi. Wo ist er denn, ne? Oder er? Kann ich jetzt vielleicht mit ihr reden direkt? Weil ich hab... Ja, jetzt kann ich mit dem Steingolem selber reden. Hi, guck mal, wen ich habe. Valtena wurde besiegt und die Heilige Nation ist panisch. Abscheulich. Die Gladhäuter sind so feige. Hallo? Was mache ich denn gerade? Vergebung, nicht du. Danke, darauf wollte ich gerade hinaus. Aber der Phönix hat immer noch seine Streitkräfte. Er muss sterben. Ja, da arbeiten wir doch dran. Jetzt chill doch mal. Ey, guck mal. Guck mal. Athena, aus dem Osten? Jep, bitteschön. Ich hätte nicht weniger vom Berühmten im Kampf geborenen erwartet. War heftig, wir haben einen verloren, möchte ich anmerken. Wir haben einen verloren. Ach schön, jetzt hocken die da beide. Ich feier's. Nice. Nice, nice, nice. Wo ist die denn jetzt hin? Kann ich nochmal mit ihr reden jetzt? Von nach oben, ha? Die ist safe oben. Okay, ich kann nicht nochmal mit ihr reden, schade. Eine dritte Zelle ist noch frei. Aber der Phönix kommt nicht hierher. Der Phönix kommt nicht hierher. Der geht nach Plunderheim. So. Ich gehe mal kurz hier rein. Wir gucken mal kurz hier, ob es hier was Schönes gibt. Finden wir vielleicht eine Maschine oder so? Wir haben auch die neuen Leute, ne? Die habe ich jetzt auch noch nicht irgendwie untergebracht. Müssen wir noch machen. Habe ich auch noch vergessen. Aber der Typ ist schon mal weg. Das heißt, wir könnten uns dann morgen, wenn es so wäre. Sunny, alles gut. Die haben mehr Angst vor dir als du vor ihm. Nee, ist auch nichts. Dann können wir uns morgen dem Phönix widmen. Groß angelegter Angriff auf den Phönix.
Wäre schon geil. Oh, Sunny, alles gut. Chill. Ja, ist alles gut. Wer ist in deinem Haus? Ja, alles gut. Komm her. Sunny wieder am Freidrehen. Wollen wir vielleicht doch durch die Deadlands, um vielleicht einen Roboterschatz zu finden? Ja, wir können auch morgen, bevor wir den Phönix, also wenn morgen Kenshi sein sollte, können wir so machen, bevor wir den Phönix irgendwie catchen, mal die Deadlands latschen wegen der Roboterstadt. Wir gucken mal, wenn wir zurück sind, wie spät es dann ist, okay? Wir gucken mal. So, Nut haben wir abgegeben. Ja, ist gut. Alles gut. Die tun dir nichts. Das muss jemand im Haus bestimmt. Was? Halt, Taschenkontrolle? Du willst meine Taschen kontrollieren? Kannst du es wagen, Junge? Du kontrollierst nicht meine Taschen. Hä? Da bellt nämlich gleich Sunny. Ah, krieg Hund Lerkro hier. Taschenkontrolle, also weit kommt's noch? Hallo? Ich bin Ehrenmitglied der obersten Riege hier, also bitte. Wo renn ich denn jetzt lang? Ach du Backe. Ja, durch die kleinen Canyons, geile Idee. Okay, kann man natürlich auch machen, durch die Canyons rennen. So, Ah, hier oben. Da ist eine Bar. Kommen wir da hoch? Ah, hier geht's rein. Ach, cool. Aber hier ist eine Bar, hier war ich noch gar nicht. Ich gehe mal kurz da rein. Sunny, alles gut. Oh, hier sitzen einige Leute. Ach so, oh, ich dachte, hier sitzt gerade... Leider nicht, leider nicht. Hier nochmal drei Schicks werden hier nochmal. Hast du irgendwas zum Verkaufen? Irgendwas Interessantes? Ja, eher nicht so. So. Ein bisschen Essen kannst du mitnehmen. Ein bisschen Fleisch geht immer. So. Okay. Das war nix. Ciao. Ist oben noch jemand? Ich guck mal kurz. Nee. Alles gut. Da ist niemand weiter gewesen. Hey, die sind gerade im Aufbau erst. Die Siedlung ist halt noch klein, ne? So, dann. Let's go. Wir gehen. Aber jetzt brauchen wir keine Angst mehr haben, dass der heilige Gottes Rache-Feldzug gegen uns startet. Jetzt sollte es den nicht mehr geben. Weil den macht entweder Seta oder der Valentin, Dude. Andere machen den eigentlich nicht. Also sind wir da jetzt eigentlich fein raus, theoretisch. Da wird sich gekloppt, okay. Viel Spaß. Gönnt euch, Freunde, gönnt euch einfach. Ich habe gerade keinen Bock auf Klopperei. Wir latschen weiter, unbeirrt. Puh. Das Ding ist, ich habe mir gerade überlegt, solche Chic-Karawanen mitzunehmen quasi. Später haben wir uns ignoriert, nice. Ist ja ganz geil. Aber sind wir mal ehrlich, wenn es drauf ankommt, ne? An deiner Seite ist meine Ehre. Geh voraus. Oh, das klingt so toll. Sind wir ehrlich? Zu dem Zeitpunkt, wenn wir jetzt sagen, wir greifen Blisterhügel an oder so Hauptstadt-like, werden wir die wahrscheinlich nicht bekommen. Wäre gut. Ich würde dann wirklich versuchen, dass wir die... Wie lange bleiben die bei uns? 2 Tage, ne? Also knapp 3 Tage. Da müssen wir bei Stack bleiben oder so. Oder von hier aus, also hier hingehen, einmal den Weg ablaufen und versuchen, jede von diesen Trupps mitzunehmen, den wir kriegen, und dann Richtung Blisterhügel direkt. Dass wir die Hauptarmee irgendwie bei Stack derweil positionieren. Irgendwie so. Wir haben eben verloren. Wir haben überall ein paar verloren, sehe ich gerade. Gehen aber erstmal nach Hause jetzt wieder. Wir haben wieder was geschafft, ne? Ist ja schon mal nice. Farm Trader. Okay. Let's go. Let's go.
Und mal gucken, wenn wir... Das Ding ist, wir müssen ja auch noch gucken, wenn wir die Heiligen... Nee, okay, ich dachte gerade, da kam was. Wenn wir die Heiligen Dudes besiegt haben, im Endeffekt komplett, irgendwann, ne? Dann müssen wir sowieso mal gucken, wie die Sheiks sich dann im Endeffekt verhalten. Wohin der jetzt hin? Ja, wenn man muss, dann muss man, ne? Da kann man nichts ändern. Mal gucken, wie die Sheiks sich entwickeln. Die Sheiks, ich meine, solange der Steingolem da ist, ist eigentlich, denke ich, ist alles relativ okay. Aber ich befürchte, wenn zum Beispiel der Steingolem nicht mehr da ist, weil die hält die unter Kontrolle und zeigt den, dem Volk quasi einen guten Weg, sag ich mal. Aber ich vermute, dass die halt auch wieder schnell rückfällig werden könnten und wieder anfangen mit alle Völker sind scheiße. Befürchte ich. Na, man kann sich täuschen, wie gesagt. Vielleicht hat, die Steingolem da ja auch gut Einfluss gerade. Weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Aber momentan verändert sie das Volk ja schon sehr. Ist hier irgendwas in der Nähe, was wir platt machen könnten? Nee, eigentlich nicht. Naja, hier ist nichts. Die Truppe kann dafür irgendwas nutzen. Wäre ganz cool gewesen eigentlich. Ja, in dieses Gebiet hier drüben wollte ich, in die Deadlands wollte ich schon mal reingehen gerne, ne? Hier ist eine Ruine. Ich tippe vielleicht irgendwo hier oder so. Okay, lass mal hier rausgehen, bitte. Vergessen haben wir keinen, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Würde passen. So, einmal hier hoch, bitte. Abbiegen. So, darüber. Ich finde es cool, dass man die Stadt schon von Weitem sieht, halt, ne? Wir müssen halt erstmal dann alles abbauen, ne? Dann müssen wir quasi bei jeder Truppe hier einen Bullen reintun, der halt das Essen transportiert für die Truppe. Also für diese Gruppe, dass jede Gruppe was zu essen kriegt. Also ich könnte da hier durchlatschen. Oh, der Umzug wird interessant, sage ich mal. Also der wird richtig gut geplant sein vorher. Da kann ich nicht einmal spontan losgehen. Oder ich schicke eine kleine Truppe voraus, dass wir dort schon Sachen aufbauen mit der Truppe. Das wäre vielleicht sogar das Beste. Was waren das für welche? Ach, das waren die Essensdudes. So. Schnell läuft. Ja. Die zweite Armee wird gerade auch so trainiert, dass die das hinkriegt. Also die zweite Armee kriegt das auch hin. Die ist so fast komplett ausgebildet mittlerweile. Aber noch nicht fertig halt. Viele sind noch neu in der Truppe, leider. Die ist halt noch recht jung, die zweite Armee. Aber kriegen wir hin. So. Okay, stop it. Sorry, habe ich nicht gesehen. Komm rein. So. Dann können erstmal alle eigentlich wieder in ihre Arbeit gehen. Die Dudes können mitkommen in die Haupthalle. Ist schon eine schöne Haupthalle, ne?
Sie wollen eine Audienz, alles klar. Boah, Alter, was für ein Trupp. Also mit so einem Trupp schick, wäre schon krass, ne? Was? Zieh deine Waffe. Was? Ist alles okay bei dir? Wen willst du schlagen? Den hier? Ein Technologiejäger? Warum? Einbruch. Hä? Ich glaube, die vertragen sich nicht gut, die zwei Gruppen. Die vertragen sich gar nicht gut. Ja, bestimmt das andere Bruch von dem anderen gemobst. Ja, bestimmt. Die hängt auch hier fest. Ja. Ich bin auch aus den 33. Ist halt die Sache, schaffen wir es noch darüber? In die Deadlands? Wäre das noch drin? Ich würde halt ungern unterwegs dann irgendwo aufhören, weißt du? Ist halt, hm. Wir könnten es noch schaffen. Dieselbe Truppe wie gerade. Mit den Extra-Dudes. Ich denke, ich mach mal. Hin, ja, Flur zurück könnte vielleicht knapp werden. Ich muss die Stadt ja auch noch suchen. Ich weiß ja nicht, wo die Stadt ist. Machen wir morgen, okay? Lass uns die Stadt morgen machen. In den Deadlands. Ich weiß halt gerade nicht, wo das ist. Ich werde dann später vielleicht noch hier ein bisschen die Armee ausbilden, die zweite. Und ausrüsten, vor allen Dingen. Dass alle ein bisschen schwere Waffen kriegen und so. Die hat schon... Die Medics haben... Ah, okay, hier. Albedo ist noch Medic. Und die kriegen ja alle jetzt Fernkampf noch. Die werden auf Fernkampf umgespeckt noch. Nur schon. Morgen durch die Deadlands wuseln. Und morgen den Phoenix. Also wenn wir morgen Kenshi spielen. Eventuell spielen wir morgen Crusader Kings 3. Mit Game of Thrones Mod. Eventuell, wenn das nicht geht. Wenn das irgendwie zu spät kommt und so, ne? Dann spielen wir Kenshi. Vielleicht spielen wir so oder so Kenshi ganz, ganz später. Mal gucken. Dann würde ich jetzt einfach sagen, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, ein bisschen unterhalten und ein bisschen Spaß gemacht. Und ich denke, wir hören und sehen uns morgen wieder. Also sicher morgen. Wahrscheinlich sogar ein bisschen eher morgen, nicht erst 18 Uhr. Weil ich muss morgen gerne mit Elden Ring anfangen. Und ich muss immer neu anfangen. Falchions sind kacke, ich brauche meine Katana. Ich will meine Katana haben. Ja. Dann lasst euch jetzt alle ganz, 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 ganz doll knuddeln einfach, okay? Und habt noch einen wunderschönen Abend. Und dann denke ich, hören und sehen wir uns morgen einfach wieder, okay? Lasst euch knuddeln und schlaft dann schön und träumt was Schönes. Bis morgen. Ich hoffe, wir hören und sehen uns morgen. Tschüss.